Vielen Dank, dass Sie noch ein Interesse an diesem Vortrag haben. Es wird jetzt praktischer, wahrscheinlich als in den vorhergehenden Vorträgen. Noch ein Satz zu mir. Ich beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren mit der Alzheimer-Erkrankung im klinisch patientenbezogenen Sinn, Frühdiagnostik, Therapieentwicklung. Und vor dem Hintergrund möchte ich Ihnen so den aktuellen Stand der Gedächtnisambulanztätigkeit, aber in gewisser Weise auch der Forschung kurz darbringen. Titel ist Gedächtnissprechstunde. Was kann eine Gedächtnissprechstunde? Wofür ist sie da? Zur Geschichte vielleicht. Gedächtnissprechstunden gibt es seit den 80er Jahren in Deutschland, sind entstanden mit der Entwicklung der ersten Generation von Medikamenten zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung. Die Bonner Gedächtnisambulanz, die ich selber über viele Jahre, wo ich gearbeitet habe und die ich geleitet habe, ist in den 90er Jahren gegründet worden. Ziel der Gedächtnisambulanzen ist, wirklich speziell auf Demenzerkrankungen fokussiert aufzuklären über aktuelle Forschung, über Entwicklungen, über aber auch Diagnostik und Therapie, also zu beraten. Dann auch differenzierte Abklärung von Gedächtnisstörungen vorzunehmen, also zu schauen, ist es eine Demenz oder ist es vielleicht eine Depression oder andere Ursachen von Gedächtnisstörungen. Ein Ziel in den letzten Jahren ist, eine tatsächliche Demenzerkrankung, also zum Beispiel eine Alzheimererkrankung, sehr früh zu erkennen mit Hilfe von technischen Zusatzuntersuchungen. Dann ist natürlich die Behandlung von Demenzen ein Ziel von Gedächtnisambulanzen und was ganz wichtig ist, ist die Durchführung wissenschaftlicher Studien. Ohne Forschung bleibt alles so, wie es heute ist. Wenn wir also etwas verbessern möchten für die Behandlung von Demenzen, ist die Durchführung von wissenschaftlichen Studien zwingend erforderlich. Und die meisten Gedächtnisambulanzen sind an Unikliniken lokalisiert und da werden auch dann diese Studien durchgeführt. Die Frage ist, wann soll man eine Gedächtnissprechstunde aufsuchen? Da gibt es keine ganz harten Kriterien, aber Situation, wo das sinnvoll sein könnte, ist, dass man selber bemerkt, und zwar in einer beunruhigenden Art und Weise, dass das Gedächtnis schlechter wird. Das heißt nicht, dass man schon alarmiert sein muss, wenn man mal einen Namen nicht abrufen kann oder wenn man mal in den Keller gegangen ist und wusste nicht mehr, was man da wollte. Das sind Dinge, die passieren jeden Tag, die passieren ständig. Das ist nichts, was beunruhigend ist. Aber wenn man regelmäßig, auch wenn man eigentlich konzentriert ist, Dinge nicht erinnern kann oder Absprachen regelmäßiger anfängt zu vergessen und man sich selber Sorgen macht und sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann sollte man dem nachgehen. Allerdings nicht, wenn man 20 ist, dann sollte man dem auch nachgehen, aber man ist wahrscheinlich keine Demenz. Demenz ist ja etwas, was im höheren Alter auftritt, also ungefähr, wenn sowas ab dem circa 60. Lebensjahr auftritt. Was auch ein Alarmsignal sein kann, ist, wenn die Angehörigen beobachten, dass das Gedächtnis schlechter wird. Das heißt also, wenn regelmäßig Termine vergessen werden, Sachen verlegt werden, vielleicht leichte Orientierungsstörungen da sind, auch komplexe Dinge nicht mehr richtig durchgeführt werden können, aber der Betroffene selber das eigentlich gar nicht artikuliert und vielleicht nicht als Problem wahrnimmt, aber die Angehörigen es sehen, das könnte ein Grund sein. Oft ist es so, dass Patienten, muss man leider sagen, sich mit in diesen Bedingungen hier, sich mit ihren Gedächtnisstörungen an zum Beispiel einen Hausarzt oder einen Facharzt wenden, aber dort den Eindruck haben, sie kommen nicht weiter, das wird nicht richtig abgeklärt. Und da nicht zufrieden sind mit der Abklärung, könnte man auch überlegen, eine Gedächtnissprechstunde zu kontaktieren. Oder auch, was auch vorkommen kann, ist, dass man viele Verwandte mit Demenzerkrankungen hat und einfach eine Beratung möchte, hat man ein erhöhtes Risiko, was kann man möglicherweise tun. Wenn man in eine Gedächtnisambulanz kommt, gibt es eigentlich immer einen relativ ähnlichen Ablauf, vielleicht noch als Einschub. Es gibt heute eigentlich an jeder Uniklinik Gedächtnisambulanzen, es gibt auch an den meisten größeren Krankenhäusern Gedächtnisambulanzen. Und es gibt auch sehr spezialisierte Großpraxen von Nervenärzten, die im Prinzip auch eine ähnliche Funktion ausführen. Typischerweise braucht man eine Überweisung vom Hausarzt oder Facharzt, also Nervenarzt. Oder wenn man selber bezahlt als Privatpatient, kann man sich auch selber zuweisen, also einfach einen Termin machen.
Wenn man dann dort ist, kriegt man eine ärztliche Untersuchung. Man kriegt dann eine neuropsychologische Testung. Das ist also eine genaue Untersuchung der Gedächtnisfunktionen, der Sprachfunktion, der Aufmerksamkeitsfunktion, Konzentration und so weiter. Also die ganzen Teilbereiche der geistigen Leistungsfähigkeit werden in dieser neuropsychologischen Testung untersucht. Man muss immer eine Blutabnahme machen, weil es ein paar Blutwerte gibt, die man bestimmen sollte, die Gedächtnisstörungen auslösen können. Und dann gibt es zusätzliche, schon aufwendigere Untersuchungen, um tatsächlich zum Beispiel Alzheimer nachzuweisen. Eine Sache, auf die ich gleich noch etwas eingehe, ist die Untersuchung des sogenannten Liquors oder Nervenwassers. Kernspintomographie des Kopfes kennen Sie, MRT, also diese Röhre, in die man sich legt, wo der Kopf untersucht wird. Oder noch aufwendigere Untersuchungen zur Darstellung des Gehirns, auf die ich gleich noch kurz eingehe. Das ist so der Ablauf in einer Gedächtnisambulanz. Bei der ärztlichen Untersuchung in einer Gedächtnisambulanz geht es natürlich um das Problem, nämlich um das Gedächtnis. Das heißt, zunächst einmal wird der Arzt oder die Ärztin genau erfragen, wie sich diese Gedächtnisstörungen entwickelt haben, und dann ist es sinnvoll, zu überlegen, seit wann ist das aufgetreten, ist es von heute auf morgen gekommen oder hat es sich langsam entwickelt, was waren die ersten Anzeichen. Das sind alles wichtige Informationen, was fällt schwer, was gelingt nicht mehr. Dann wird gefragt werden, haben denn diese Gedächtnisstörungen Effekte auf Ihren Alltag, schaffen Sie es nicht mehr deswegen alleine mit einkaufen zu gehen, weil Sie vielleicht mit dem Geld nicht mehr umgehen können, schaffen Sie es vielleicht nicht mehr, bestimmte Schreibtischarbeiten zu machen, irgendwas zu organisieren, was Sie normalerweise können, haben Sie vielleicht Orientierungsstörungen und schaffen es deshalb nicht mehr, an einen Ort zu kommen alleine. Dann wird, wie bei jedem ärztlichen Gespräch, natürlich gefragt, was haben Sie für Erkrankungen, haben Sie eine Herzkrankheit, haben Sie Diabetes, haben Sie einen hohen Blutdruck zum Beispiel, haben Sie mal eine Krebserkrankung gehabt, was nehmen Sie für Medikamente, das ist wichtig, weil Medikamente häufig auch Gedächtnisstörungen machen können, die ähnlich einer leichten Demenz sind. Aber dadurch, dass man das Medikament ändert, verbessert werden können. Dann geht es um die Familiengeschichte. Gibt es in Ihrer Familie jemanden, der eine Demenzerkrankung hat? Gibt es ein genetisches Risiko? Und natürlich eine körperliche Untersuchung findet auch statt. Was macht man bei dieser sogenannten neuropsychologischen Testung? Da gibt es eine Reihe von verschiedenen Tests und auch Testbatterien, teilweise Untersuchungssets, die bis zu 2 Stunden dauern. Das hier ist nur ein Beispiel eines relativ kurzen neuropsychologischen Tests, einfach nur mal, damit Sie so ein bisschen sich vorstellen können, was da passiert. Hier wird zunächst das Gedächtnis getestet, das heißt, der Untersucher oder die Untersucherin sitzt vor dem Patienten und sagt, ich lese Ihnen jetzt eine Liste vor mit 10 Worten, Sie wiederholen die bitte oder Sie wiederholen jedes einzelne Wort. Und danach sagen Sie mir aus dem Gedächtnis nochmal so viele Worte, wie Sie wissen. Und dann liest man vor, Teller, Hund, Lampe und so weiter. Und dann sagt man, jetzt sagen Sie mir bitte, wie viel Sie noch frei erinnern können. Und dann gibt es natürlich manche Menschen, die wissen sofort alle 10. Das ist aber dann schon eine Hochleistung, das muss man nicht schaffen. Die meisten gesunden Menschen werden irgendwas 5, 6 Worte erinnern. Und dann liest man die ganze Liste nochmal vor und sagt, sagen Sie mir jetzt nochmal alle Worte, die Sie erinnern. Dann gibt es andere Aufgaben, Zahlen umwandeln, heißt, dass man Zahlenreihenfolgen hat, die man von, oder dass man Zahlen hat, die man von Schrift in Zifferensprache umwandeln muss. Das hier ist die Supermarktaufgabe, da muss man in einer Minute so viele Dinge nennen, wie einem einfallen, die man in einem Supermarkt kaufen kann. Das ist also eine Geschwindigkeitsaufgabe. Das hier ist eine Zahlenrückwärtsaufgabe, das heißt, man liest Zahlenreihenfolgen vorwärts vor und der Patient muss sie rückwärts sagen, also zum Beispiel 7, 2, dann muss der Patient sagen 2, 7, das ist nur einfach, aber das geht halt hinterher bis zu einer 6-stelligen Zifferfolge, die viele auch noch rückwärts sagen können, aber das ist schon anspruchsvoll. Und dann, wenn das alles durchgelaufen ist, sagt man, ich hatte Ihnen vorhin 10 Worte vorgelesen, welche davon wissen Sie noch? So, und dann kommen hier unten nochmal diese 10 Worte.
Und wenn jemand wirklich eine beginnende Alzheimer-Erkrankung hat, die sich ja durch diese spezifischen Gedächtnisstörungen auszeichnet, dann kann es sein, dass der Patient sagt, welche Worte meinen Sie überhaupt? Er schon vergessen hat, dass am Anfang die Worte gelernt wurden. Wenn jemand ein ganz gesundes Gedächtnis hat, weiß er hier bestimmt auch noch 6, 7, 8 Worte. Ach doch. Sie sagten, doch, also das werden Sie auch hinkriegen, weil Sie haben das vorher 2-mal ganz bewusst gemerkt. Das ist so ein Beispiel. Dann gibt es so Werte, wie viel man normalerweise erreicht, wenn man gesund ist und was so Grenzen zur Beeinträchtigung sind. MRT, Bild vom Kopf, ist wichtig. Warum? Es gibt immer wieder selten, aber es gibt es Ursachen, die auch ein demenzähnliches Bild machen können, die man aber völlig anders behandelt. Das hier sind 2 Bilder vom Kopf aus unserer Gedächtnisambulanz von Patienten, die eine leichte Demenz hatten. Bei dem einen Patienten hat man gesehen, dass sie hier sowas hat, was sie hier nicht hat. Und das ist Blut. Das ist also Blut im Kopf. Die Patientin ist gestürzt, das ist eine langsame Blutung, ein sogenanntes subdurales Hämatom, was auf das Gehirn drückt und die Gedächtnisleistung beeinträchtigt. Diese Patientin geht zur Neurochirurgie, die machen hier ein Loch, lassen das Blut raus und damit normalisiert sich die Gedächtnisleistung wieder. Das hier ist eine Patientin, auch ein leichtes Demenzbild, aber hier diesen großen weißen Bereich, das ist ein Hirntumor, allerdings ein gutartiger Hirntumor, aber ein großer. Und den hat dann auch der Neurochirurg rausgeschnitten und damit hat sich vieles wieder normalisiert. Das heißt, man braucht so ein MRT am Anfang bei Gedächtnisabklärung, um einfach solche Ursachen auszuschließen. Alzheimer sieht man auf dem MRT nicht spezifisch. Es gibt zwar so Hirnverkleinerungsmuster, die für Alzheimer typisch sind, aber man kann Alzheimer im MRT direkt nicht sehen. Aber um solche anderen Sachen auszuschließen, braucht man das MRT. Nun, wenn Sie das ausgeschlossen haben, dann kommen Sie zu den primären Demenzursachen. Also, was sind die Hauptursachen dafür, dass jemand in einer Gedächtnisambulanz eine Demenz hat? Und das hier ist so eine Studie, bei der man über 1000 Gehirne von Patienten untersucht hat, die mit einer Demenz verstorben sind. Und man hat unter dem Mikroskop geguckt, welche Hirnveränderungen machen denn die Demenz? Und wenn man sich das hier anguckt, sieht man das blaue Stück hier, das sind alles Patienten, die eine Alzheimer-typische Hirnveränderung hatten, das sind fast die Hälfte. Und diese, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber dieses und dieses Feld sind Patienten, die Alzheimer-Pathologie hatten und noch zusätzlich anderes. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, mehr als 3/4 aller Patienten mit Demenz einer Gedächtnisambulanz haben als Ursache die Alzheimer-Erkrankung. Und deswegen ist sie so im Mittelpunkt auch der Forschung. Was ist die Alzheimer-Erkrankung? Das haben Sie heute mit Sicherheit schon gesehen, nur noch mal ganz kurz. Letztendlich ist es eine Erkrankung, bei der das Gehirn kleiner wird, eine Atrophie zeigt. Hier sieht man so einen Hirnschnitt. Wir haben jetzt kein Vergleichsbild eines normalen Gehirns daneben, aber was man sieht ist, dass hier zum Beispiel große Löcher sind. Da sollte eigentlich kein Loch sein. Eigentlich sind diese Regionen hier ganz voll mit Hirnmasse. Das ist der sogenannte Hippocampus, die Gehirnregion, wo das Gedächtnis sitzt, die bei Alzheimer eben verschwindet. Deswegen haben Alzheimer-Patienten hier ein Loch und können sich nichts merken, haben diese Gedächtnisstörung, weil die gedächtnisrelevante Hirnstruktur weg ist. Und durchs Mikroskop, das haben Sie auch wahrscheinlich schon ein paar Mal heute gehört, gibt es typische Veränderungen, die sogenannten Amyloid-Plaques, die berühmten, also die Eiweißablagerungen im Gehirn, und Verklumpungen in Nervenzellen, die sogenannten Neurofibrillen. Das ist wichtig auch für die Diagnostik heutzutage. Warum? Weil man diese 2 Veränderungen, dieses Amyloid und diese Neurofibrillenanteile, diagnostisch heutzutage nutzt, um die Alzheimer-Erkrankung nachzuweisen bei einem Patienten. Das hier ist ein Modell, was nicht unumstritten ist, aber immer noch gilt, wie die Alzheimer-Erkrankung entsteht, die sogenannte Amyloid-Kaskaden-Hypothese, die sagt, ich habe verschiedene Zwischenschritte der Bildung dieses berühmten A-Betas, des Amyloids, was letztendlich zunächst gebildet wird, dann in Oligomere verklumpt und dann diese Amyloid-Ablagerungen macht.
die wiederum zu diesen Neurofibrillen führen. Das ist alles Biochemie, aber was wichtig ist, ist, ich kann Anteile davon in dem Nervenwasser messen beim Patienten. Das heißt, wenn ich einen Patienten so hinsetze, kann ich hier unten mit einer Nadel reinpieksen und etwas von diesem Nervenwasser, dieser Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt, abnehmen und kann Anteile messen von dieser Kaskade, nämlich dieses Abeta 42, was erniedrigt ist immer im Liquor, und dieses Tau- und Phosphortau-Protein aus den Neurofibrillen, was erhöht ist. Das ist also ein diagnostisches Verfahren, was wir haben, um die Alzheimer-Erkrankung bei einem Patienten im Gehirn indirekt nachzuweisen über diese Liquor-Untersuchung. Das gibt es seit ungefähr 10 Jahren. Und ein anderes Verfahren, was jetzt ganz neu ist, ist die Möglichkeit, auch diese Alzheimer-Ablagerungen visuell darzustellen mit einem Bildgebungsverfahren, einem sogenannten PET. Hier nochmal ein mikroskopisches Bild, was Herr Alzheimer selber produziert hat, dieser Eiweißablagerung, dieser Plaques. Und hier nun die ersten Bilder aus 2004 am Menschen mit diesem neuen Verfahren, wo man die Plaques beim Menschen, beim lebenden Patienten sichtbar machen kann. Das hat also 100 Jahre gedauert, von einer mikroskopischen Hirnuntersuchung bis zu einer Visualisierung am Menschen. Und hier sieht man, dass dieser Patient hier Alzheimer hat. Und alles, was hier rot und gelb leuchtet, sind angefärbte Amyloid-Plaques. Das ist also alles sozusagen Nachweis, dass dieser Mensch diese Plaques im Kopf hat, wohingegen diese Kontrollperson hier ist alles blau, hat diese roten und gelben Färbungen nicht, hat keine Amyloid-Plaques. Das heißt, ich kann beim Patienten dadurch ins Gehirn schauen, ist die Alzheimer-Krankheit da oder ist sie nicht da. Das ist ein absoluter revolutionärer Fortschritt in der Diagnostik. Nun ist es so, dass sich die ganze Forschung immer weiter Richtung Früherkennung entwickelt, weil man denkt, es ist sinnvoll aus verschiedenen Gründen, Alzheimer sehr, sehr früh bei Menschen zu erkennen, bevor eine richtige Demenz vorliegt. Und deswegen beschäftigt man sich schon sehr lang mit einem Zustand, den man leichte kognitive Störung nennt oder auf Englisch mild cognitive impairment oder MCI. Und der ist so definiert, dass also die Person subjektive Gedächtnisstörungen, aber auch messbare Gedächtnisstörungen mit so neuropsychologischen Untersuchungen haben. Das steht hier, also Beeinträchtigung ist nachweisbar in einem neuropsychologischen Test. Aber, und das ist der Unterschied zur Demenz, die Beeinträchtigung ist so diskret, dass die Person noch im Alltag gut zurechtkommt. Die Grenze zur Demenz ist eben der Effekt auf den Alltag, dass man nicht mehr zurechtkommt. Das ist die leichte kognitive Störung und die ist eine Vorstufe der Alzheimer-Erkrankung, die sehr stark beforscht wurde. Ich habe jetzt hier nochmal das subjektiv eingekringelt, speziell hier für die AFI. Ich habe mich selber lange Jahre damit beschäftigt, wie aussagekräftig allein die subjektive Verschlechterung bei Menschen ist bezüglich dem Vorliegen von Alzheimer. Und damals hat die AFI mir meine erste Förderung gegeben, mit Frau Wiese damals umgesetzt, das war 2003. Da hat man wieder gesehen, wie vorne an der Front die AFI ist. Das war nämlich ein sehr neues Thema damals, die rein subjektive Gedächtnisverschlechterung zu erforschen. War meinen ersten Gelder dafür. Inzwischen ist es ein Megathema geworden mit großen internationalen Konsortien, die sich alle damit beschäftigen. Und die AFI hat da also ganz am Anfang mit gefördert. Gut, dieses MCI-Syndrom ist etwas, was sehr stark beforscht wurde. Und aus der Gedächtnisambulanzperspektive ist Folgendes wichtig. Ich habe Ihnen eben gezeigt, diese Biomarker, also diese Liquor-Werte von diesem Abeta und dem Tau und diesen Veränderungen in diesem PET, also in der Bildgebung. Und auf diesem Bild ist dargestellt, wie sich diese Veränderungen in den technischen Untersuchungen verhalten im Verhältnis zu der Symptomatik. Das hier unten ist so eine Zeitachse, das sind Jahre, die hier aufgetragen sind, gesamt vielleicht 20 Jahre oder vielleicht sogar mehr. Und hier sehen Sie, dass so farbige Kurven hochgehen, die diese verschiedenen technischen Verfahren anzeigen, wann die auffällig werden. Und dieser grüne Korridor ist der Korridor der Symptome, die anfangen
mit einer leichten Leistungsverschlechterung dann durch dieses MCI-Syndrom gehen und hinten dann eine Demenz darstellen. Und das Wichtige hier ist, dass alle diese technischen Verfahren auffällig sind, bevor eine Demenz da ist. Das heißt, ich kann durch technische Verfahren die Alzheimer-Pathologie erkennen, bevor die Symptome ausgeprägt sind. Und das macht man sich zunutze, um Früherkennung zu machen. Und das hier ist eine Studie, ein Beispiel einer Studie zur Vorhersage der Alzheimer-Demenz bei Personen, die diese leichte Gedächtnisstörung haben. Das ist eine europäische Studie. Man hat hier insgesamt, ich sehe die Zahl gerade nicht, man hat hier viele Patienten untersucht, die in Gedächtnisambulanzen waren mit diesem MCI, mit dieser leichten Gedächtnisstörung, und hat mit denen diese PET-Bildgebung gemacht, also diese Darstellung des Amyloids. Und hat dann die Person über 5 Jahre nachverfolgt und hat geguckt, welcher dieser Patienten bekommt eine Demenz. Und diese grüne Linie zeigt die Person, die am Anfang diesen Amyloid-Nachweis im Gehirn mit dieser Bildgebung hatten, die also Alzheimer-Pathologie im Kopf haben, und deren Übergang zur Demenz. Und das liest man so, dass immer hier, wenn die Kurve runtergeht, Patienten eine Demenz bekommen haben. Und Sie sehen, das steht hier bei 0,2. Das heißt, 80% aller Patienten, die hier MCI hatten und Amyloid im Kopf, haben in 5 Jahren eine Demenz bekommen. 80%. Von denen, die kein Amyloid im Kopf hatten, aber auch dieses MCI, dann MCI aus anderen Gründen, hat überhaupt keiner eine Demenz bekommen. Das heißt, man hat ja eine sehr starke Vorhersagekraft aus der Kombination MCI, also leichte Gedächtnisstörung, plus so einem biologischen Marker. Zeigt aber auch, 20% der Patienten, und das macht eben die Aufklärung auch so schwierig in Gedächtnisambulanzen, 20% der Patienten hatten ein MCI und hatten eine Amyloid-Ablagerung im Kopf und hatten aber nach 5 Jahren trotzdem keine Demenz. Also es ist nicht eine hundertprozentige Voraussage, aber eine relativ starke. Und das ist in der Aufklärung eben sehr anspruchsvoll, das genau richtig darzustellen. Im zweiten Teil noch kurz zur Therapie. Es gibt ja seit über 10 Jahren Medikamente zur Behandlung von der Alzheimer-Krankheit, das Donepezil oder ähnliche Substanzen, die Sie vielleicht vom Namen her kennen, die Erkrankung nicht heilen, aber einen gewissen Effekt haben. Der Effekt ist folgendermaßen, das hier ist so ein typisches Bild einer Studie, wie man sie in den 90er Jahren gemacht hat, bei Patienten mit Alzheimer-Demenz. Man hat über ein halbes Jahr behandelt, 6 Monate. Teile der Patienten haben ein Placebo bekommen, also ein Scheinpräparat, und sind hier immer schlechter geworden in einem Gedächtnistest. Und andere Patienten haben das Präparat bekommen, also zum Beispiel das Arizept, und haben sich im Mittelwert etwas verbessert, leichtgradig verbessert. So ungefähr 3 bis 6 Monate hält der Effekt an und werden dann auch, verschlechtern sich auch. Das ist das, was wir kennen von der Behandlung. Das heißt, man hat eine leichte Parallelverschiebung des Krankheitsverlaufs durch die Therapie, aber keine substanzielle Effekte auf die Erkrankung. Das heißt, es gibt extrem viel Forschungsbemühungen, diese Therapieoption zu verbessern, weil sie sind so zwar da, aber nicht ausreichend. Und jetzt erzähle ich Ihnen nur eine kurze Geschichte, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, die aber illustrativ ist für das gesamte Forschungsfeld bei Alzheimer, und das ist diese berühmte Impfung gegen Alzheimer. Haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Es fing an im letzten Jahrtausend, 1999, gab es eine bahnbrechende Arbeit von Dale Schenk, der gezeigt hat, dass Mäuse, die genetisch verändert sind und diese Amyloid-Ablagerungen bilden, wenn ich die impfe mit diesem Amyloid in die Bauchdecke, also gar nicht ins Gehirn, dann passiert etwas Erstaunliches, nämlich wenn ich dann die Mäuse das Gehirn angucke, zu einem Alter, wo sie auf jeden Fall eigentlich Amyloid haben müssten aufgrund ihrer genetischen Veränderung, haben sie kein Amyloid. Das heißt also, das Immunsystem der Maus durch Impfung angeschmissen, schafft es, das Amyloid wegzumachen. Das war eine unglaubliche Message. Ich kann mich noch da erinnern, 2000 auf dem Alzheimer-Kongress in Washington wurde das vorgestellt, und die Stimmung war, in 5 Jahren ist das Thema Alzheimer vom Tisch. Das ist geheilt, die Erkrankung ist erledigt.
Die ganzen Forscher waren etwas traurig, weil sie dachten, was soll ich denn jetzt forschen? Ich muss mir ein neues Krankheitsgebiet suchen. So ging das dann los und dann hat man sehr schnell eine Studie gemacht bei Alzheimer-Patienten. Mehrere hundert Patienten hat man geimpft. Man hat die Studie dann abgebrochen, weil 5% der Patienten eine Hirnhautentzündung bekommen haben als Nebenwirkung. Hat man gesagt, das ist noch zu unsicher, das Verfahren, wir müssen die Studie beenden. Aber die geimpften Patienten wurden weiter verfolgt bis zu ihrem Lebensende, die an verschiedenen Ursachen natürlich dann verstorben sind. Und man hat hier 2008 eine Reihe von Fällen publiziert, von Fällen aus dieser Impfstudie. Und man kann sehen, dass es hier, also diese Punkte sind diese Amyloidablagerungen. Man sieht, es gibt einige, die haben immer noch viele Amyloidablagerungen und andere haben gar keine. Und man hat dann geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Stärke der Impfreaktion, gemessen über diesen sogenannten Antikörpertiter, und der Reduktion der Ablagerung. Und tatsächlich gibt es den, gibt einen gewissen Zusammenhang. Das heißt, die gut auf die Impfung reagiert haben, haben tatsächlich keine Ablagerung mehr. Aber hier steht immer Minimente, also MMSE, das ist ein Gedächtnistest. Und da steht immer 0. Und 0 ist der schlechteste Wert, schwerste Demenz. Und alle hatten schwerste Demenz, auch die, die überhaupt keine Ablagerung mehr hatten. Und das waren also zwei wahnsinnige Nachrichten in dieser Publikation. Das eine war, ja, ich kann über Immunisierung, über Impfung, das Amyloid bei Menschen beeinflussen, aber es hat überhaupt keinen Effekt. Also diese Kombination, das waren zwei, das eine war so und das andere war dann so. Man hat das aber trotzdem weiterverfolgt, diesen Ansatz, und hat gesagt, okay, wir machen mal jetzt keine aktive Impfung, sondern eine passive Impfung mit einem sogenannten Antikörper. Den können wir besser steuern, der macht zumindest, wenn Nebenwirkungen auftreten, kann man den besser steuern. Und es gab dann einen, der hieß Bapineuzumab. Und da hat man gezeigt, hier wieder mit diesem PET-Verfahren, dass es tatsächlich auch möglich ist, mit diesem Bapineuzumab, also mit diesem Antikörper, das Amyloid im Gehirn von Patienten zu verringern. Das hier ist ein Patient, der am Anfang dieses Bild hatte und dann nach anderthalb Jahren mit Placebo-Behandlung etwas mehr von diesen Amyloid-Ablagerungen hatte. Und dieser Patient hier hatte am Anfang das und hat dann 78 Wochen die Bapineuzumab bekommen und die Plaques waren weniger. Und wenn man da so eine kleine Gruppe verglichen hat, war das auch signifikant. Aber, und hier wieder das Gleiche, Studien mit mehreren tausend Patienten, die dieses Präparat bekommen haben oder Placebo, über 78 Wochen behandelt, also Studien, die mehrere hundert Millionen Euro kosten, solche Entwicklungsprogramme, haben folgendes Ergebnis gezeigt in einer von zwei Parallelstudien. Das hier ist nur von der einen Studie, es gab noch eine zweite, die war genauso groß, zeigt genau die gleichen Ergebnisse. 78 Wochen Behandlung, schwarz ist Placebo, rot und blau sind die Bapineuzumab-Gruppen. Hier wird die kognitive Leistungsfähigkeit dargestellt und Sie sehen, egal ob ich Placebo nehme oder das Präparat, die kognitive Leistung wird genau gleich. Also auch hier kein Effekt, obwohl es biologisch wirkt, keinen klinischen Effekt. Und man hat schon gedacht, das Ganze mit dem Amyloid ist alles Quatsch und wir müssen eine neue Richtung finden. Und jetzt gibt es aber allererste Hinweise, dass es vielleicht doch kein Quatsch ist. Es gibt nämlich einen anderen Antikörper, das ist das Solanezumab, biochemisch ein bisschen anders als der andere. Ganz ähnliches Studiendesign, große Studien, lange Studien. Und da hat man jetzt Folgendes gesehen. Man hat zwar, wenn man leichte und mittelschwer betroffene Alzheimer-Patienten zusammen in einer Gruppe untersucht, findet man keinen statistischen Effekt. Wenn man sich aber konzentriert auf die Personen, die nur die leichte Demenz haben, also nur die frühe Formen, wenn man nur diese Gruppe analysiert, dann sieht man, dass die Personen, die dieses Präparat bekommen, etwas schlechter werden, aber die, die mit Placebo behandelt werden, noch schneller schlechter werden. Also hier geht jetzt Verschlechterung nach oben. Und das ist signifikant und wenn man die beiden Studien zusammenschmeißt, ist es auch signifikant. Es ist die allererste Studie, erstmalig, dass gezeigt wird, ja, diese Anti-Amyloid-Therapie ist möglicherweise doch hilfreich.
Aber was das Besondere hier ist, ist, dass man das nur sieht bei der leichten Alzheimer-Demenz und daraus lernt man eben, man muss ganz früh behandeln, das ist die Hypothese. Wenn man behandelt, denn sozusagen von der mittelschweren Demenz da ist, ist das Gehirn schon so weit zerstört, muss man sagen, dass man mit den Therapien wahrscheinlich zu spät kommt. Das heißt, der Korridor für diese zukünftigen Therapien, zunächst mal Studien, aber später vielleicht auch normale Therapie, ist hier wieder dieses Bild von eben dieses klinische Zustand vor der eigentlichen Demenz. Also da, wo nur ganz leichte subjektive, leichte objektive Gedächtnisstörungen vorliegen. Und dann wird so eine Biomarkeruntersuchung gemacht, also zum Beispiel Liquor oder Amyloid. Und wenn die Person dann diese Kombination hat, ja eine leichte Gedächtnisstörung und so einen auffälligen Marker, dann wird die Therapie begonnen. Und diese Studien laufen im Moment. Wir werden in ein paar Jahren wissen, ob das der richtige Weg ist. Es spricht vieles dafür, dass das der Weg der Zukunft sein kann. Das heißt, dann ist die Rolle der Gedächtnisambulanzen als Expertenzentren, die diese Diagnostik leisten können, natürlich nochmal von ganz anderen Relevanz als heute. Und das hier ist das letzte Bild zur Therapie. Das zeigt einfach, ist eine Übersicht von 2010, schon ein paar Jahre alt, zeigt, wie viele Medikamente zu dem Zeitpunkt in der Entwicklung zur Behandlung von Alzheimer waren. Und ich zeige das Bild nur deshalb, weil es zeigen soll, es sind viele. Also es wird viel geforscht, es gibt sehr viele Medikamente, die in der Entwicklung für Alzheimer sind. Alle diese etwas rötlichen sind alles Medikamente gegen Amyloid. Es gibt aber auch die ganzen blauen, das sind Medikamente gegen das Tau, also gegen einen anderen Mechanismus. Und es gibt die grünen, die sind nochmal wieder für andere Mechanismen. Also es ist nicht so, dass alle nur auf das Amyloid zielen, sondern es gibt auch andere Ansätze. Und es gibt weiterhin eine sehr hohe Dynamik in der Forschung. Zusammengefasst, die Gedächtnisambulanz bietet eine differenzierte und frühe Diagnostik von Demenzerkrankung in Verbindung mit Beratung. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle. Gedächtnisambulanzen bieten Therapien an, habe ich gar nicht drüber gesprochen, häufig auch nicht pharmakologische Behandlungen, wie zum Beispiel Gedächtnistraining, aber auch medikamentöse Therapien. Ganz wesentlich ist, dass neue Behandlungsansätze in Studien angeboten werden und es ist davon auszugehen, dass diese ganz frühe Differentialdiagnostik, die eben diese spezialisierten Gedächtnisambulanzen voraussetzt, in der Zukunft deutlich wichtiger werden wird. Danke für die Aufmerksamkeit.